Ja, wir begrüßen Sie zu einem neuen Modul in dieser Vorlesung. Es geht hier um Gewässermonitoring, um Wassergüte, um Gewässerschutz. Im speziellen Fall hier um Badegewässermonitoring. Und wenn man sich das Gebiet in Tirol ansieht, dann spricht man hier von ca. 610 Weihen und Deichen. Jedoch liegen ungefähr 80% davon in der Region oberhalb der Waldgrenze und somit spricht man von einem Hochgebirgsbiotop. Aber viele Seen werden jetzt eben speziell in den Sommermonaten auch touristisch genutzt oder auch als Badegewässer. Und das bedarf natürlich einer besonderen Kontrolle. Es gibt seitens der EU eine Badegewässerüberwachung. Das heißt, die EU trägt den Schutz für diese Umweltqualität und trägt auch Sorge für die menschliche Gesundheit. Das heißt, man braucht jetzt zur Feststellung der Badegewässerqualität bestimmte Regeln, um dieses Gewässer zu überwachen, natürlich auch zu evaluieren und was dann zu einer sinnvollen Bewirtschaftung führen soll. Diese Information muss dann auch an den Nutzer weitergegeben werden, wie es in unserem Fall in Tirol der Fall ist, dass man sich diese Badegewässerbewertungen dann auch im Internet ansehen kann. Es gibt in Tirol auch eine eigene Verordnung und wie Sie hier auf der Karte sehen können, gibt es jede Menge von Badegewässern, welche regelmäßig bewertet werden und speziell während der Sommermonate beprobt. Sehr klassische Beispiele sind der Aachensee, auch Krummsee, Rheintaler See, natürlich der Lanzersee, der Badesee in der Rossau, welcher zum Beispiel Grundwasser gespeist ist. Der Natterer See ist ein Moorsee oder auch der Piburger See, welcher ein sehr schöner Bergsee ist im Ötztal und auch seitens der Limnologie in einem Langzeitmonitoring auch überwacht und beprobt wird. Welche Parameter nimmt man jetzt für diese Überwachung her? Also diese Parameter müssen natürlich normiert werden. Es sollte immer mit denselben Geräten gemessen werden bzw. reproduzierbar gemacht werden. Zum einen nimmt man natürlich die Temperatur her, die Sichttiefe. Bei der Sichttiefe spricht man davon, dass man untersuchen will, wie weit kann Licht in ein Gewässer eindringen. Das heißt, es ist eine sehr einfache Messung mit einer Scheibe, welche man in das Gewässer hinunterlässt und im Prinzip nur sieht, wie weit sehe ich diese Scheibe noch. Wenn ein Gewässer sehr trüb ist, dann wird diese Sichttiefe natürlich sehr gering sein. Natürlich im extremen Fall bei einem Gletschersee, welcher natürlich nicht als Badesee geeignet ist, aber hier ist es nur als drastisches Beispiel die Sichttiefe nur auf wenige Zentimeter beschränkt. Im Aachensee zum Beispiel, der sehr klar ist, hat man sehr, sehr große Sichttiefen. Also das sind auch Parameter, um das Algenwachstum etwas evaluieren zu können. Dann benutzt man als weiteren Parameter den Phosphorgehalt. Der Phosphorgehalt war vor einigen Jahrzehnten oft ein Problem bezüglich der Überdüngung von Gewässern, was oft zu einer Eutrophierung geführt hat, das heißt zu einem erhöhten Nährstoffeintrag. Zum einen, weil zum Beispiel Kanalisierungen direkt in ein Gewässer geleitet wurden, bevor eine Ringkanalisation hergestellt wurde, beziehungsweise durch Düngungen von umliegendem Ackerland oder auch durch sonstige Industriezuleitungen. Die Phytoplanktonbiomasse, in diesem Falle wird es über das Chlorophyll A gemessen, ist ebenfalls ein sehr relevanter Parameter für die Qualität eines Badegewässers. Der pH-Wert immer hinzugezogen, auch der pH-Wert eines Gewässers. Nährstoffsättigung ist extrem wichtig, weil eben speziell, wenn jetzt Algenwachstum sehr stark überhand nehmen kann, wiederum Bakterien abgestorbene Algen abbauen, dabei sehr viel Sauerstoff zehren und somit kann diese sauerstofffreie Zone sehr stark anwachsen und zu einer Eutrophierung führen. Dabei ist eben die Sauerstoffsättigung ein wichtiger Parameter,
um das zu bewerten. Also jeder, der zum Beispiel einen Gartenteich hat, weiß, dass so ein Gewässer sehr schnell kippen kann. Seitens der Biologie stützt man sich hier vor allem auf Kolibakterien und Enterokokken, also im speziellen Fall Fäkalkeime, welche natürlich von Menschen kommen können, beziehungsweise Wasservögeln, aber auch von Nutztieren, sofern das umliegende Land als Weideland genutzt wird. Diese Fäkalkeime können eben sehr lange in der Umwelt überleben und festgestellt wird die Häufigkeit dieser Keime durch sogenannte KBEs. KBEs sind koloniebildende Einheiten, wenn man diese Fäkalkeime kultivieren will auf Nährstoffplatten. Und hierfür gibt es natürlich Grenzwerte, die ein Badegewässer für eine Bewirtschaftung zu erfüllen hat. Hier möchte ich Ihnen gerade im Sinne einer Berufsbildung einige Stellen in Tirol vorstellen, die diese Kontrollen machen. Es gibt zum Beispiel die Food Hygiene Control in Schönwies im Oberland bei uns, welche eben nicht nur Nahrungsmittel untersucht, sondern auch Gewässer. Die AGES, welche natürlich bundesländerübergreifend arbeitet, welche ebenso Badegewässer untersucht. Es gibt die Wasser Tirol am Eingang des Ötztales, welche diese Standards ebenfalls erfüllen kann. Die Arge Limnologie, welche ebenso Gutachten erstellt, speziell bei neueren Projekten, wie zum Beispiel Kraftwerksbauten oder Nutzungen von Gewässern. Oder die Arge Umwelthygiene in Innsbruck, welche viele Badegewässer in Tirol regelmäßig monitort. Und diese Daten werden dann über die Regierungsseite in Tirol bekannt gegeben.